Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer kleinen persönlichen Teestunde mit mir. So für mich sehr spannenden Themen wie den eigenen Weg gehen, dem eigenen Herzen folgen, der inneren Berufung folgen. Es geht um meine persönlichen Erlebnisse in Sachen Urlaub und Leberreinigung, Parasitenkur, also Gesundheit. Ein paar andere persönliche Dinge und dann werde ich gegen Ende des Videos noch ein bisschen erzählen, was so in meinen Shops los ist. Es gibt ein paar Angebote und ich freue mich einfach darauf, mit euch jetzt ein paar schöne Minuten zu haben. Ihr seht hinter mir das Schöpfungslicht des göttlichen Schutzes und ein Engelbild und die beiden Bilder habe ich in meinem Urlaub gemalt und auch noch andere Engelbilder. Ich hatte eine richtige Engelserie. Die Bilder werde ich jetzt in der nächsten Zeit in meiner Galerie hochladen. Diejenigen, die bei Facebook und Instagram sind, sehen ja die Bilder immer, wenn sie fertig sind, dann präsentiere ich sie und dann gibt es sie auch immer ein, zwei Tage zum Herzenspreis, bevor sie dann, wenn sie nicht verkauft werden, eben über die Galerie erscheinen. Aber da kommen sie sowieso rein mit einer schönen Botschaft. Und es hat mir so gut getan, im Urlaub keine Aufträge zu malen, keine Coachings zu machen, sondern wirklich nur ich selbst zu sein, meinem Herzen, meinem Gefühl zu folgen. Und es war einfach Engelzeit für mich. Es war so wichtig, dass ich endlich wieder nach einem Jahr, in dem ich für euch ganz, ganz intensiv da war, jeden Tag reingefühlt habe, was kann ich euch noch für Inspiration geben in Sachen Bildern als Unterstützung, wie zum Beispiel die Sterntorbilder oder eben auch, sorry, die ganzen Videos zu den verschiedenen spirituellen Themen, zu den Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Und ich habe wirklich reichlich gemacht. Ihr könnt euch sehr gerne, falls ihr neu in meinem Kanal seid, mal die letzten Videos anschauen des letzten Jahres. Da sind so viele spannende und wichtige Themen bei. Ich wiederhole sie natürlich auch immer mal wieder in der Zukunft, wenn sie wieder aktuell sind, dann wieder mit neuer Energie. Aber es war sehr, sehr gebündelt, was da aus meinen Erfahrungen kam, aber auch was ich channeln durfte. Und das kann man eigentlich das ganze Leben lang nutzen, wie eine große Bibliothek, um sich da wirklich innerlich stark zu machen. Und ich habe vor diesem Video ein Klartextvideo aufgenommen zum Thema Sei endlich du selbst. Und das verlinke ich direkt mal hier oben. Alles Wichtige mit Angeboten und so weiter und Videos unten in der Videobeschreibung. Da braucht ihr nicht in den Kommentaren zu fragen. Schaut euch das einfach an. Es sei denn natürlich, ich vergesse das reinzuschreiben, weil es meistens recht viel ist, gerade in den privaten Videos. Ja, dieses Thema Ich selbst sein hat mich sehr beschäftigt. Wieder mal. Also ich sage immer wieder, ich lerne jeden Tag dazu. Für mich gibt es da keinen Stopp nach dem Motto, wow, jetzt habe ich genug gelernt und jetzt weiß ich alles, ich bin weise und nee, also weise bin ich mittlerweile, ja, das kann ich sagen. Aber ich kann jeden Tag dazu lernen. Ich erweitere meinen Horizont jeden Tag. Ich lerne einfach gerne. Und ich möchte mich mein ganzes Leben lang weiterentwickeln. Für mich selber, aber auch um andere zu inspirieren. Und in diesem Zuge hatte ich schon lange den Wunsch, etwas wieder aufleben zu lassen, was ich mein ganzes Leben lang immer geliebt habe, nämlich das Singen. Ich hatte ja so 2015 herum ein paar Heilgesänge aufgenommen. Die verlinke ich auch mal unten in der Videobeschreibung und mein Lieblingsheilgesang hier oben. Das waren Inspirationen, die habe ich während meiner Wanderungen damals noch auf Ibiza bekommen und bin dann singend nach Hause gelaufen, habe meinen Rekorder genommen, das aufgenommen und dann hochgeladen. Und ich weiß, damals noch beim ersten Heilgesang hatte ich eine richtig lebendige Diskussion mit einer Frau, die mir vorgeworfen hat, ich hätte völlig falsch gesungen. Also ich würde keiner Regel beim Gesang folgen, kreuz und quer in allen Tonleitern und wie auch immer man das nennt. Und sie hat recht. Sie hatte recht. Ich habe singen nicht gelernt. Wir hatten in meiner Familie einfach nie Geld, um so teure Privatstunden zu finanzieren.
Ich selber konnte das auch nicht finanzieren. Hinterher hatte ich andere Dinge zu tun in meinem Leben, aber ich habe immer gesungen. Ich habe mit 16 schon in der Schulband gesungen, vor der ganzen Klasse dann bei einer Abschlussfeier. Also, nee, es war gar nicht die ganze Klasse, es war die ganze Schule. Also in der Aula, ich weiß nicht, wie viele hundert Mitschülerinnen und Mitschüler da waren und natürlich die Lehrer. Und es war für mich fantastisch. Es hat mir Freude gemacht. Die Menschen fanden es toll, weil ich es aus dem Herzen gemacht habe und nicht gelernt habe. So wie ich malen auch nicht gelernt habe. Ich habe keine Malerei studiert. Ich habe keine Kunst studiert. Ich habe all das, was ich heute mache, mit dem ich heute meinen Lebensunterhalt verdiene, ob das Design ist von Schmuckstücken, ob das was anderes ist, Bücher schreiben. Ich habe 11 Bücher geschrieben, aber ich habe es nicht gelernt. Ich habe keine Germanistik studiert oder andere Kurse gemacht, wie man das macht, sondern ich habe es einfach getan, weil ich es immer schon gemacht habe. Ich habe als Kind schon Geschichten geschrieben in meine Schulhefte, in sehr viele Schulhefte mit Lamy-Füller. Und ich habe immer schon gemalt, ich habe immer schon gesungen. Und dann kam der Gedanke Ende des Jahres, dass ich das wieder aufleben lasse. Und es ist das Gleiche passiert. Es haben wieder Menschen geschrieben, ja, sie finden ja toll, was ich mache, so generell. Aber das mit dem Singen, das sollte ich auf jeden Fall lassen. Das wäre nicht gut. Und natürlich bewegt es mich. Ich würde lügen, wenn ich sage, pff, das geht mir am Popo vorbei. Nein. Es bewegt mich, denn ich nehme Menschen immer als Reflexion. Eben weil ich keine Ausbildung mache, weil ich keine Studien mache, außer Selbststudien, autodidaktisch, nehme ich natürlich Kritik auch an und höre genau in mich hinein. Kann ich noch was verbessern? Wenn ja, wie kann ich das verbessern? Lasse ich das, weil zu viele Leute sagen, das gefällt mir nicht? Das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe schon tausende von Konzepten gemacht für Seminare und Buchthemen, aber es war kein Flow da. Und die Menschen, denen ich das dann vorab gezeigt habe, haben gesagt, da fehlt mir noch was, das kannst du noch anders machen, besser machen. Lass es noch eine Weile ruhen, der richtige Moment kommt. Bei dem Gesang allerdings, bei dem gechannelten Gesang, gemischt mit gechannelten Worten, das Video verlinke ich mal hier oben, haben so viele Menschen geschrieben in den Kommentaren, dass sie es schön finden, dass ich gesagt habe, ja, es wird immer Menschen geben, die etwas, was ich mache, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, nicht gut finden. Es ist ihre Meinung und es ist ihr gutes Recht, etwas nicht gut zu finden, etwas nicht schön zu finden. Und ich mache es trotzdem, weil ich ein paar andere Menschen damit tief berühren kann. So folge ich meinem Herzen, folge meinem Weg, folge meinen Visionen. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch dazu ermuntern. Es mag sein, dass ihr Dinge könnt, die seltsam sind, die nicht in die Norm passen. Aber es braucht jetzt in dieser Zeit Menschen, die über ihre Angst hinweg, über ihre Grenzen hinweg sind, tun, handeln, denken, damit sich unsere Welt verändert. Wir würden nicht an dieser Stelle sein und es gibt sehr viele tolle Errungenschaften, die ich persönlich sehr wertschätze, dieser modernen Zeit, die wichtig sind. Und die gäbe es nicht, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die sagen, es ist mir egal, was die anderen sagen, ich mache das jetzt. Also möchte ich dich ermuntern, dass du deinen Weg gehst und Dinge einfach ausprobierst. Du kannst es ja wieder lassen, wenn du keinen Spaß mehr dran hast oder wenn es Menschen gibt, die sagen, optimier das noch ein bisschen, mach das noch ein bisschen anders oder vielleicht hast du dann auch Lust, es wirklich zu erlernen als Handwerk, weil es zu dir passt, eben Seminare zu machen, Ausbildungen zu machen, dann mach das. Wenn dein Herz dich ruft, dann ist das wichtig, ja. Also als ich angefangen habe, Engel zu malen, gab es ganz wenig Menschen, die Engel gemalt haben. Und da war das noch ganz neu. Als ich die ersten Seminare zu den Engeln gegeben habe, da war das noch spooky. Da haben die Menschen mich wirklich noch gefragt, ja, gibt es Engel wirklich? Und alle sagen, das gibt es nicht. Und darf ich trotzdem daran glauben? Und heutzutage ist es für viele Menschen völlig selbstverständlich geworden, was ich toll finde, dass sie an Engel glauben.
Und dieses Gefühl, beschützt zu sein, behütet zu sein, wie ja auch das Sternentor hinter mir, das Schöpfungslicht des göttlichen Schutzes, es uns sendet, das ist etwas, das kann uns niemand nehmen. Diesen Glauben an uns selbst und an das Göttliche, in das wir eingehüllt sind, von dem wir ein Teil sind, das kann uns niemand glauben, niemand nehmen. Und ich selber glaube ganz, ganz fest daran, dass ich eingehüllt bin in diesen Schutz. Und das gibt mir Kraft, all das zu machen, was ich mache. Kurz einen Schluck. Das gilt auch für das Thema Gesundheit. Wie ich schon oft in meinen Videos gesagt habe, war ich die ersten 30 Jahre meines Lebens sehr, sehr krank. Ich galt schon mit 20 als austherapiert. Es hatte ganz, ganz viele Gründe. Es waren viele verschiedene Krankheiten, die aber im Endeffekt unter anderem auf meine starke Hochsensibilität zurückzuführen waren und auch immer noch sind. Ob das Allergien waren, ob das eben eine vergrößerte Leber war, die ich schon als Kind hatte. Und ich habe nicht getrunken, ich trinke keinen Alkohol seit meines Lebens. Und wenn dann nur als Fingerhut in einem Malzkaffee, als Geschmacks-, als Aroma. Aber ich trinke einfach, ich mag ihn nicht. Aber ich hatte trotzdem eine vergrößerte Leber und viele, viele andere Phänomene, die mich sehr krank haben sein lassen. Auch psychisch später, weil das ganze Krankheitsbild, das ich hatte, dann auf die Psyche geschlagen hat. Und erst mit 30, als ich dann meinen Befreiungsschlag hatte, mein Erwachen, wurde alles besser. Und ich bin den Weg der Selbsterkenntnis und den Weg der Selbstoptimierung gegangen. Dazu gehört eine jährliche Parasitenkur. Das ist einfach eine Kräuterkur mit Kräuterkapseln, die man nimmt über 3 Monate, damit alles, was man so über das ganze Jahr aufgenommen hat, was sich dann im ganzen Körper einnistet und uns teilweise auch steuert, sowohl über Gedanken als auch über Gelüste, also Süchte tatsächlich, das darf dann rausgespült werden aus dem Körper. Und das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Ich war begeistert. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das verlinke ich mal hier oben, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Was mir aber eben auch mein Körper immer wieder signalisiert, ist eine Leberreinigung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin, sondern ich habe auch das für mich, seit ich denken kann, selber erforscht. Ich war schon als Kind, weil ich so krank war, neugierig, wie funktioniert der Körper? Warum macht er dies? Warum macht er das? Und damals gab es halt noch lange kein Internet und all diese sehr fortschrittlichen Bücher, die es heute gibt. Damals gab es einfach nur ganz altes Wissen, das mir überhaupt nicht geholfen hat. Die Ärzte haben mir nicht geholfen. Also musste ich weiter forschen, forschen, forschen. Und da fiel mir eben vor 11 oder 12 Jahren das Buch Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung von Andreas Moritz in die Hände. Und das hat wirklich so viel bewirkt. Das hat mir einen Sprung nach oben in meiner Gesundheit geschafft oder erschaffen. Und das hat mich befreit von meinen schwersten Allergien, von der Fettleber, für die es eben keine Begründung gab. Jetzt gibt es die Begründung, nämlich, dass wir als Menschen in der Leber und in der Galle nicht nur Steine entwickeln, weil die Leber versucht, eben Gifte und abgestorbene Zellen etc. in diese Steine zu verpacken. Im Grunde ist ein Gallenstein nur verpacktes Gift, das der Körper nicht mehr loswerden kann. Und die Leber macht da eine Fettschicht, Fettgallenschicht drum. Deshalb sind diese Gallensteine anfangs grün, leuchtend grün, wie Smaragd und wie Jade sehen die eigentlich aus. Wenn sie aber zu lange in der Leber oder in der Galle sind, dann verhärten sie, bilden eine Kruste, eine Verkalkung. Und das macht diese Höllenschmerzen, wenn man eine Gallenkolik hat, weil die Galle versucht, eben die Steine loszuwerden. Und das tut scheußlich weh. Es ist mit die schmerzhafteste Erfahrung, die man als Krankheitsbild machen kann. Aber im Endeffekt versucht der Körper, sich selber zu schützen. Um also diese Gallensteine loszuwerden, macht man die Leberreinigung. Und ich habe erfahren, es sind eben nicht nur die Gifte, die eingepackt werden in diese Substanzen, Cholesterin und Gallenflüssigkeit, sondern die Leber verpackt auch Emotionen. Das ist wissenschaftlich nicht bewiesen.
Vielleicht wird es irgendwann bewiesen von diesen wundervollen, ganzheitlich denkenden Medizinern, die es immer mehr gibt. Aber aktuell würde mich ein Arzt für völlig bekloppt halten, weil das naturwissenschaftlich nicht belegbar ist. So wie man eine Seele nicht beweisen kann. Eine Seele kann man nicht auf den Seziertisch legen und zerstückeln und erklären. Eine Seele ist ein philosophischer Begriff für eine Energie, die uns ausmacht, für das göttliche Prinzip. Und das kann man nicht beweisen. Daran kann man nur glauben. Und ich glaube daran, weil ich es jetzt bei meiner Leberreinigung, die ich gestern gemacht habe, wieder gesehen habe. Ich ernähre mich extrem gesund. Meine Leber muss keine großen Gifte mehr verpacken. Ich nehme keine Medikamente, wofür auch, bin ja gesund. Hier auf Mallorca ist die Natur im Grunde so stark. Es gibt hier so wenig Umweltverschmutzung wie dort, wo ich vorher komme, aus Leverkusen. Das ist ja eigentlich eine große Glocke aus Umweltverschmutzung. Aber dennoch habe ich Lebersteine über ein Jahr angesammelt. Und da darf ich direkt den Skeptikern entgegenkommen. Ich nehme für die Leberreinigung nicht, wie Andreas Moritz sagt, Olivenöl. Manche sagen nämlich, dass diese grünen Steine, die man dann über den Stuhlgang ausscheidet, eben das Olivenöl sind. Ich nehme Mariendistelöl, das ist sehr, sehr hell, so einen leichten bräunlichen Touch. Daran liegt es nicht. Das hat Andreas Moritz schon bewiesen, auch Florian Sauer, der das Mariendistelöl dann ins Spiel gebracht hat. Sondern es sind Gallensteine. Und die einzige Erklärung für mich, weil ich eben diese ganzen Sachen von früher nicht mehr zu mir nehme, ist, dass ich über das ganze letzte Jahr so viele Emotionen aus der Umwelt aufgenommen habe, weil ich so feinfühlig bin, auch wenn ich mich sehr gut schützen kann, ist doch was durchgeflutscht. So bin ich halt. Und ich höre Menschen ja auch zu. Ich lese eure ganzen Kommentare. Ich lese die seitenlangen E-Mails, die man mir schickt ich will nur mal eben mein Herz ausschütten. Ich erwarte auch nicht, dass du antwortest, aber du musst es lesen. Und das sind dann teilweise Sachen, wo ich denke, ich wünsche dir von ganzem Herzen einfach nur das Allerbeste. Und das nehme ich natürlich auch auf. Ich nehme es vor allen Dingen in mein Herz auf, aber es ist eine Emotion, die ich verdauen muss. Daher kommt dieses Wort, ich muss meine Gefühle verdauen. Deshalb sind hochsensible Menschen oft eben im Verdauungstrakt hyperaktiv. Das heißt, sie haben Magenschmerzen, der Darmtrakt ist entweder zu langsam, zu träge oder zu flott. Und teilweise gibt es da eben auch spezielle Erkrankungen. Ich kann nur sagen, ich liebe es, mich ab und zu ein bis zweimal im Jahr zu reinigen. Ich liebe es zu fasten. Deshalb bin ich so fidel, so glücklich, so gesund und habe all den ganzen Kram, den ich früher hatte, nicht mehr. Und die Leberreinigung war ein Riesenerfolg. Also jetzt ist da alles wieder frei. Das heißt, meine Körperchemie kann noch besser arbeiten und ich werde das in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder machen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich habe Videos dazu gemacht. Ich habe eine ganze Rubrik Gesundheit, da findet ihr alles. Die verlinke ich hier oben. Schaut euch mal an zum Thema Vegan sein und glücklich sein. Ja, das sind einfach Herzensvideos, die ich mache, um euch zu inspirieren, damit es euch gut geht. Und wenn euch etwas anspringt, ein Titel von einem Video oder das Foto oder dann hört auf euer Herz, dann ist da eine Information, die ihr brauchen könnt. Probiert es einfach aus. Und wie gesagt, wenn es euch keinen Spaß macht, dann lasst es einfach wieder. Es kann immer nur besser werden bei diesen ganzheitlichen, einfachen Methoden. Und ich sage auch in meinen Videos dann dazu immer wieder, lest euch vorher die Bücher durch, schaut euch Videos an, informiert euch, macht es nicht blauäugig, sondern folgt wirklich eurem Herzen. Ja, was habe ich noch erlebt? Ja, Urlaub war super wichtig. Ich bin nicht draußen gewesen, ich bin nicht in Urlaub geflogen, weil ich im Moment nicht fliege. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Tests. Ich habe bislang noch keinen einzigen Test gemacht. Das möchte ich auch nicht tun, wenn es nicht absolut lebensnotwendig ist. Ich möchte auch, habe ich ja auch gesagt, habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Ich möchte auch keine Impfung machen, wenn es nicht lebensnotwendig ist und mein Herz sagt, das ist gut, mach das.
Deshalb bleibe ich hier. Ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht, obwohl ich immer noch raus darf. Also wir dürfen auf Mallorca noch raus, auch wenn bei uns die Geschäfte mittlerweile auch zugemacht haben. Bis auf die notwendigen Geschäfte, wie in Deutschland, Schweiz, Österreich auch. Die Restaurants sind leider zu. Die Armut wächst und wächst und wächst auf Mallorca. Das ist mega traurig. Und dadurch, dass das Wetter Dezember und Januar zwischendurch wirklich schäbig war, und wir hatten auch Schnee auf Mallorca, sowohl in den Bergen sowieso, aber auch in den tiefer gelegenen Regionen. Das war für manche gefährlich. Andere hatten einen Riesenspaß, mal eine Schneeballschlacht zu machen. Zum Glück ist es nicht bis nach Port Anrasch gekommen, denn Frost in meinem Garten würde meine vielen, vielen Pflanzen, die ich sehr liebe, wahrscheinlich ja, nicht wirklich fördern. Und ich mache ja mit Begeisterung auch meine Gartenrundgänge. Verlinke ich euch auch mal. Ich habe ja gerade einen frischen Gartenrundgang gemacht durch meinen Garten mit all seinen Zitronen und Physalis und allem, weil ich mit meiner Freundin Vivian ein Fotoshooting gemacht habe. Es wird demnächst neue Fotos von mir auf meiner Webseite geben. Die müssen mal ausgetauscht werden. Damals hatte ich noch einen Sidecut und jetzt ist dieser rasierte Teil nachgewachsen. Ja, da brauche ich neue Fotos. Ich habe mich ja auch verändert. Wir verändern uns ja sowieso dauernd. Ja, sage ich öfter mal in meinen Videos, ich bleibe nicht, wie ich bin, ich verändere mich. Was bleibt, ist mein Wesen. Aber auch das Wesen leuchtet immer mehr. Das ist für mich meine Selbstentwicklung. Ja, also es gibt neue Fotos. Das Wetter ist jetzt, heute ist mal Sonnenschein. Ich freue mich gleich rauszufahren zu einem Freund und ich fahre ins Tonstudio und nehme neue Channelings auf. Neue Gesänge. Bin mal gespannt, was da kommen möchte und werde sie dann nach und nach in meinem Videokanal hochladen. Ja, genau. Und dann habe ich entschieden, dass ich zu dem Bild, ich nehme mal den Engel runter, dann kann man das Bild besser sehen. Zu diesem Bild mache ich ein neues Amulett. Es gibt demnächst ein neues Engelamulett. Sozusagen das etwas männlichere Dependant zu meiner kleinen Ariella. Die habe ich übrigens im Angebot. Wer mal möchte, kann auf meiner Webseite unter Angebote nachschauen. Und da gibt es jetzt eben ein neues Amulett, ein neues Sternentor-Amulett. Das, was ich trage, ist ja das Sternentor der Lichtkraft. Das gibt es in Gold und Silber. Das ist Edelstahl in Gold und Silber. Und ich liebe es und das gibt es endlich auch wieder im Shop. Es ist sehr, sehr viel im Moment im Akasha-Shop ausverkauft. Wir sind wie irre dran, alles nachzubestellen, aber das Amulett und in Gold und Silber gibt es wieder. Bald eben einen neuen Engel. Und das Sterntor, auch als Kreis, ähnlich wie dieses, aber ich möchte dann dieses Ultramarinblau, was ich so liebe, dieses leuchtende Blau, drumherum emailliert haben und dann dieses Schriftzeichen, diese schönen Zeichen hier in der Mitte, die kommen dann auch so geprägt wie hier das Lichtkraftsymbol. Da freue ich mich total drauf. Das wird jetzt noch 2, 3 Monate dauern. Ich halte euch aber auf dem Laufenden und sage natürlich Bescheid, wenn es dann da ist. Ich verlinke unten den Link zum Akasha Shop. Da könnt ihr dann ein bisschen stöbern. Wie gesagt, vieles ist ausverkauft. Das Engelkartenset ist jetzt auch wieder da. Also wer eben Engelkarten von mir möchte, jetzt nicht mit den ganz neuen Bildern natürlich. Da gibt es dann vielleicht mal ein nächstes Engelkartenset, vielleicht im nächsten Jahr, wenn ich wieder genug gemalt habe. Aber mit ganz tollen Bildern, die ich ja auch immer wieder mal in meinen Videos ziehe, das ist wieder da. Was haben wir noch? Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel. Ah, ganz wichtig. Ihr wisst ja vielleicht, dass man sich meine Bilder auf Stoff drucken lassen kann, also auf Kleidung im Spreadshirt-Shop. Und er hat heute noch bis heute Abend 15% Rabatt auf alles, also auf meine Sachen, aber auch auf alle Sachen im Shop. Da könnt ihr gerne auch mal stöbern. Den Link verlinke ich euch auch unten. Auch das Sterntor kann man sich aufdrucken lassen. Ich bin jetzt noch dabei, die von mir selbst gemalten Motive auf den schönen Ibiza-Pullovern auch zu fotografieren und sie online zu stellen, dass ihr euch diese Motive auch auf andere Kleidung drucken lassen könnt. Aber diese Pullover, die macht halt meine Ibiza-Familie.
Elke, Stefan und Nevin. Wunderschöne, recycelte Baumwolle, von Hand geschnitten, handgenäht, handgefärbt. Ich liebe sie, ihr kennt sie aus meinen Videos und ich habe mich entschieden, im Februar wieder diese Pullover anzubieten. Und das werde ich dann auf meiner Webseite im Angebot halt bekannt geben. Und auch im Newsletter, wer sich noch nicht für meinen Newsletter angemeldet hat, findet den Link auf der Startseite von meiner Webseite. Der Link steht auch unten, ist aber ganz simpel. Sonja-ariel.com. As simple as possible. Und dann male ich halt wieder. Ich muss mal überlegen, welche Motive ich male, denn die Pullover sind halt keine Massenware, deshalb sind sie auch teurer, muss ich ganz klar sagen. Und dann kostet so ein Pullover je nach Motiv halt 140 bis 200 €, also große Motive, wo ich stundenlang dran arbeite. Denn auf Stoff, auf so groben Stoff zu malen, ist viel, viel anstrengender als auf Leinwand. Und da male ich an so einem kleinen Motiv schon mal 4, 5 Stunden. Und dann ist es vergleichsweise halt doch mehr Geld, als wenn man sich einfach sowas in einem Druckeshop Papp draufdrucken lässt auf eine günstige Massenware. Also das mache ich auf jeden Fall. Ich wurde jetzt so oft gefragt, dann werde ich halt im Februar viele Pullover bemalen. Aber auch nur begrenzt, denn ich habe nur zwei Hände. Dann gibt es halt nur, keine Ahnung, es sind 10 oder 20 Pullover, die ich dann in diesem Angebot malen kann. In Zitronengelb, Schwarz haben wir dann, glaube ich, zur Auswahl und vielleicht auch Beige. Mal sehen. Ich muss da mit meiner Ibiza-Familie nochmal drüber philosophieren. So, was haben wir noch? Ja, ich habe jetzt mit meinen Geschäftspartnern, die mir mit meinen Shops helfen, entschieden, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Shops zusammenlegen, weil es schwierig ist für euch. Das eine bekommt ihr dort, das andere da und dann wieder woanders, wieder was anderes. Das ist technisch eine Riesenherausforderung, aber wir sind jetzt dran. Wir hatten gestern eine Konferenz. Wir möchten es euch so einfach wie möglich machen, damit ihr nicht zu verwirrt seid, sondern dass ihr Freude habt an dem, was ich da kreiere. Denn ich kreiere meine ganzen Dinge ja, um euch eine Freude zu machen. Und da wird es wahrscheinlich auch noch viele, viele andere tolle Dinge geben. Wie gesagt, ich sage es in jedem Video, wenn ich darüber spreche, ich will Sammeltassen. Das ist ein Spleen von mir. Irgendwann wird es wahr und bis dahin gibt es noch viele andere schöne Dinge. Ja, das wäre es eigentlich. Ah, und mein Papa ist heute 80 Jahre alt geworden. Ich habe ihn vor diesem Video noch angerufen. Ich bin so stolz auf ihn. Er pflegt weiterhin meine Parkinson-kranke Mutter zu Hause, ganz alleine, ohne körperliche Hilfe von irgendwem. Er putzt alleine, kocht, er wäscht meine Mutter. Und er geht immer noch mit ihr spazieren. Im Moment kann sie noch gehen, auch wenn sie überhaupt nicht mehr aufnahmefähig ist. Aber er kriegt sie immer noch motiviert, dass sie mit ihm spazieren geht. Und ich bin mega, mega stolz, das mit 80 Jahren. Wow, also ich wünsche mir von Herzen, dass ich mit 80 noch so fit bin. Aber ich will ja 160 werden. Dann ist 80 gerade mal die Mitte meines Lebens. Wir werden sehen. We will see. So. Ich danke euch. Nochmal einen Schluck auf eure Gesundheit. Prost. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich werde mir wieder schöne Sachen ausdenken für die nächsten Videos. Es kommt demnächst wieder ein aktuelles Video zur aktuellen Energie. Mal sehen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ich folge meinem Herzen, den Impulsen aus der göttlichen Quelle. Habe auch wieder viele tolle Ideen für schöne Sternentore, die ich dann wieder für uns alle entstehen lasse in dieser Zeit. Und ihr könnt natürlich bei Facebook und Instagram immer verfolgen, was ich so mache. Jetzt werde ich ins Tonstudio fahren. Ich freue mich drauf und sende euch ganz, ganz viel Liebe und Freude aus Mallorca in die Welt. Macht es euch schön, genießt euer Leben und wir sehen uns. Bis bald. In Liebe, eure Sonja Ariel. Ciao.